Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein Kerntutorial zum Kurzhantelbankdrücken. Wir haben vor längerem schon mal ein Video gemacht zum Langhantelbankdrücken. Wenn du das noch nicht gesehen hast, solltest du das noch unbedingt auschecken. Weil hier geht es explizit um Kurzhantelbankdrücken, um die Technik, Ausführung logischerweise, aber auch ein bisschen um den Unterschied zum Langhantelbankdrücken. Wir brauchen dafür, wer hätte gedacht, Kurzhanteln und eine Bank. Schauen uns heute auch das Flachbankdrücken an. Wir können logischerweise in verschiedenen Winkeln drücken, setzen dementsprechend Schwerpunkte, verschiedene Akzente. Da geht es aber heute nicht drum, oder? Nee, machen wir ein separates Video. Da gibt es ein separates Video dazu. Müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden. Heute geht es explizit um Flachbankdrücken mit der Kurzhantel. Der erste Unterschied ist, denke ich, relativ klar. Ihr habt eine Übung, die etwas instabiler ist. Ja, dadurch, dass jeder Arm sich selbst stabilisieren muss. Das führt dazu, dass ihr den Gelenken mehr Stabilität abverlangt, aber natürlich im Umkehrschluss weniger Intensität benutzen könnt. Also Intensität im Krafttraining ist ja nichts anderes als Widerstand. Also in dem Fall Gewicht. Also ihr werdet sehr wahrscheinlich im Kurzhantelbankdrücken weniger Gewicht bewegen können als im Langhantelbankdrücken, also weniger Intensität nutzen können, habt aber dafür, wie gesagt, mehr Auswirkungen auf die Stabilität. Also das ist schon mal der erste und offensichtlichste Unterschied. Der zweite Unterschied ist in der Range of Motion. Das zeigen wir euch aber gleich auf der Bank. Und zwar geht ihr dafür am besten hin. Setzt euch relativ weit nach vorne, nehmt die Kurzhantel auf den Oberschenkel, die Beine ein bisschen breiter, als ihr es vielleicht beim Langhantelbankdrücken machen würdet, damit ihr gleich, wenn ihr in der Ausgangsposition seid, einfach noch ein bisschen mehr Stabilität habt. Und nutzt jetzt die Oberschenkel, um mit ein bisschen Schwung in die Ausgangsposition zu kommen. Legt euch ab, platziert die Schulterblätter wieder sauber auf der Bank, nehmt sie also hinten zusammen. Und jetzt seht ihr von der Seite, dass wir eine größere Range im Schultergelenk nutzen können. Ja, also wir würden ja beim Langhanteldrücken irgendwo bis hier gehen und beim Kurzhantelbankdrücken können wir noch ein Stückchen tiefer gehen. Ja, das führt ja dazu, dass in der Ausgangsposition statt hier, hier die Brustmuskulatur deutlich länger wird, also sie wird in der Ausgangsposition deutlich mehr gedehnt, dementsprechend wird sie stärker rekrutiert. Also wenn man jetzt muskulär denkt, könnte man sagen, dass die Brustmuskulatur mit Kurzhanteln stärker trainiert wird. Ja. Im Hinterkopf haben wir, dass die Intensität niedriger ist. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Aber die Rekrutierung der Brustmuskulatur ist hier wahrscheinlich ein Tick höher. Grundsätzlich sind ja neben der Brustmuskulatur in beiden Ausführungen die Schulter, also hauptsächlich die vordere Schulter und der Trizeps dann natürlich beteiligt. Da das Common Sense. So, nächstes Ding, was wir uns anschauen, ist die Position der Unterarme bzw. der Handgelenke. Also die Handgelenke an sich wollen wir ja immer neutral. Wir wollen jetzt aber hier die Unterarme ebenfalls in der neutralen Position, sodass, wenn man von oben drauf schaut, die Hantel parallel zum Oberarm ist. Ihr könnt euch mit der Innenseite der Hantel ungefähr an der Achsel orientieren und habt damit das Dreieck, was wir beispielsweise auch vom Liegestütz kennen. Ja? Beim Liegestütz haben wir auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr auch noch auschecken. Haben wir dieselbe Thematik, wenn ihr von vorne auf die Übung schaut, dann wollen wir eher ein Dreieck oder sogar mit den Oberarmen ganz ran. Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass die Ellenbogen auf Schulterhöhe kommen. Das gleiche haben wir hier. Also wir wollen ungefähr 45 Grad Winkel zwischen Oberarm und Körper und den Unterarm ganz neutral. Dementsprechend ist die Hantel immer parallel zum Oberarm und die Innenseite der Hantel orientiert sich ungefähr an der Achsel. Damit ist auch der Ellenbogen immer unter dem Griff direkt. Das sind eigentlich alle Punkte, die wir haben. Wenn ihr dann in der Ausgangsposition seid, Schulterblätter zusammen, atmet ihr ganz normal ein, macht den Körper fest und drückt das Ganze nach oben zusammen. Und auch hier sind die Hanteln immer noch ganz leicht schräg. Langsam kommen lassen, Full Range of Motion. Langsam kommen lassen. Und am Ende, wenn ihr hier merkt, okay, ihr kommt nicht mehr hoch,
lasse sie einfach ein bisschen seitlich kommen mit den entsprechenden Hanteln und dem passenden Boden dazu. Ist das absolut kein Problem. Im passenden Studio, wo man das darf. Naja gut, ich kann verstehen, wenn da irgend so ein Laminat verbaut ist und es sind halt gusseiserne Hanteln, dann fände ich das wahrscheinlich auch zu cool. Also im passenden Studio mit den passenden Kurzhanteln und dem passenden Boden ist es die einfachste und wahrscheinlich auch sicherste Variante, die Hantel dann am Ende abzusetzen. Grundsätzlich ist es nicht so riskant, wie viele denken. Also auch hier, wenn ich mit der Kurzhantel ans Muskelversagen komme, dann lasse ich sie einfach in die untere Position kommen, setze das über diese Technik ab und gut ist. Da habe ich mit der Langhantel wahrscheinlich sogar ein größeres Risiko, wenn ich jetzt alleine trainieren würde. Jetzt ist es ja, wie wir am Anfang gesagt haben, so, dass jeder Arm für sich alleine drückt. Aber grundsätzlich ist es keine unilaterale Übung, weil ich von meinem Bewegungsmuster ja immer noch mit beiden Armen zeitgleich nach vorne drücke. Unilateral würde bedeuten, es arbeitet wirklich nur ein Arm. Das kann ich bei Zugbewegungen, wenn ich jetzt mit der Kurzhantel rudern würde, kann ich das ja super machen, dass ich wirklich nur auf einer Seite arbeite. Das ist bei dem Bankdrücken ein bisschen schwierig, weil ich ab einem gewissen Gewicht einfach zur Seite fallen würde. Also ich könnte mich nicht mehr so stabilisieren. Deshalb gibt es als Alternative eine sogenannte alternierende Bewegung. Damit wird es ein Ticken funktioneller. Würde dann so aussehen, dass ihr in dieselbe Ausgangsposition geht, Schulterblätter zusammen und ihr geht jetzt her, bringt eine Hantel hoch und lasst sie wirklich zeitgleich mit der anderen Seite kommen. Also eine Seite kommt, die andere Seite geht hoch. Ja? Also nicht abwechselnd drücken, das würde natürlich auch gehen. Das wäre auf eine gewisse Art und Weise eine unilaterale Bewegung. Alternierend wäre so, eine Seite kommt, die andere Seite geht. Ja, also das vielleicht noch als Idee, wenn ihr die Übung noch einen Ticken funktioneller machen wollt, alternierend einen Ticken unilateraler, dann könnt ihr euch über die Ausführung Gedanken machen. Intensität könnt ihr logischerweise genauso wählen, wie ihr es in der gleichmäßigen Ausführung auch machen würdet. Und dann einfach trainieren. Klar, oder? Ich habe, glaube ich, noch ein paar Fragen, ja. Was? Haben wir das mit dem Handgelenk erwähnt? Ist wahrscheinlich genauso wichtig, dass die Hantel über der Mitte vom Handgelenk liegt, dass das nicht abknickt. Ja, also handgelenkneutral bedeutet ja, wenn ihr die Hantel gegriffen habt, dann ist diese mittlere Knöchelreihe nach oben, ja? Dass wir weder eine Faust machen, noch das Ganze nach hinten abknicken lassen, also einfach mittlere Knöchelreihe nach oben. Das ist gemeint mit einem neutralen Handgelenk und dann ja von der Seite gesehen immer wieder so, dass der Ellenbogen noch hier drunter ist und damit ist einfach sehr reine Physik, ist einfach die Wirkung der Kraft so, dass kein Gelenk unphysiologisch belastet wird. Die Ausgangsposition, die Hanteln oben, theoretisch berühren sie sich ja nicht. Jetzt gibt es Leute, die machen die mal zusammen oder tun sogar die seitlich zusammen, drehen die so rein. Was bringt das oder was bringt das auch? Warum machen die das sinnvoll? Die Idee hinter dem Eindrehen ist, dass ich eine größere Range of Motion trainiere. Das kenne ich ja von verschiedenen Flies. Also wenn ich am Seilzug Flies mache, dass ich am Ende die Ellenbogen richtig eindrehe, um eine größere Range of Motion zu haben, also die Schulter noch näher ranzubringen. Das Problem in dem Fall ist die Wirkungsrichtung der Kraft. Also wir haben eine Hantel, die wirkt ja immer senkrecht. Und wenn ihr hier oben in dieser Position seid und ihr dreht es jetzt noch weiter ein, dann habt ihr keinen größeren Widerstand auf die Brustmuskulatur, weil die Hantel ja einfach senkrecht nach unten wirkt. Also den Widerstand hätte ich, wenn ich jetzt auf der Bank oder im Stehen mit einem Seilzug drücken würde. Dann könnte ich mir darüber Gedanken machen. Aber hier würde es wahrscheinlich eher dazu führen, dass der Muskel sogar kurzfristig entweder die gleiche oder die gleiche Spannung hat. Und damit hat er keinen nennenswerten Effekt. Eventuell habt ihr sogar je nach Situation der Schulter, habt ihr noch ein bisschen Stress um Schultergelenk, was ihr eigentlich auf gar keinen Fall wollt. Ne? Deshalb einfach gesamt rausdrücken, die Hantel kann sich in der Mitte ruhig ein bisschen Je nach Größe der Hantel wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden dann. Ne? Klar, wenn man wie ich eigentlich 40 Kilo nutzt, dann lässt sich das nicht mehr vermeiden. Dann als letzte Frage ist wahrscheinlich, kommt es oft vor, dass die Leute dann an irgendeinem Arm schwächer sind.
potenziell auf der anderen Seite noch 1-2 Wiederholungen mehr. Wie wird man vorgehen am besten, um das anzugleichen? So lange einfach machen, was beide können und dann warten? Oder mit einer absolut mit der schwächeren extra mehr Wiederholungen? Oder? Ich würde auf jeden Fall nicht mit der stärkeren mehr Wiederholungen machen, ja. Weil das wird wahrscheinlich zu noch mehr Ungleichgewicht führen. Ich würde mich immer an dem schwächeren Arm orientieren, dann die Satzzahl erhöhen und mir dann eventuell Gedanken machen über alternierende Bewegungen. Oder sogar wirklich unilateral, dann aber wie gerade eben vorgemacht, sodass die andere Seite die Hantel einfach nur hält und die schwächere Seite ist dynamisch und ich hänge ein oder zwei Sätze mit dem schwächeren Arm dran, muss aber die Regeneration beobachten, weil es ja sein kann, wenn ich das Volumen auf der schwächeren Seite erhöhe, was ich dann de facto tue, dass der Arm noch länger Regeneration braucht und wenn ich jetzt zwei oder dreimal die Woche dieses Druckmuster trainiere, dann kann es ja sein, dass der schwächere noch nicht ausreichend regeneriert ist und dann in der nächsten Einheit sogar noch schwächer ist. Das muss ich beobachten, dass ich wirklich das Gefühl habe von Einheit zu Einheit, ich kann mit dem schwächeren Arm mehr bewegen und er gleicht sich dann auch damit an den stärkeren an. Ja, das gut. War's von mir. In diesem Sinne. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Wenn ja, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere immer noch den Kanal, aktiviere die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag.